Ich werde ein bisschen was hier in den Wagen verstauen. Cannabis boots natürlich nicht. Und dann gehen wir mal die Bücherei plündern. Was ich haben will, ist ein Moppetbuch und eine Armbrust. Also das wäre jetzt eine ganz magere Ausbeute. Ein Hut, ein paar Oberschenkelschnallen und ein Magnum-Schim. Eine was? Eine Nailgun-Schematik. Nervt ganz schön. Ich quassel nicht so viel Kuh. Boah, eine ganze Kuhherde ist hier. Und eine Kuh ist süßer als die andere. Wir haben jetzt gleich 19 Uhr. Es wird Zeit, dass wir zusehen, dass wir irgendwo unterkommen und einen Schmelzofen bauen. Wirklich nicht knipsen? Ne, ich kann hiermit nicht knipsen. Schade. Ich denke, für heute bleiben wir hier auf dem Krecke-Buchladen. Morgen fangen wir dann an, irgendwo anders hinzulaufen. Der Zicklein, ich habe gerade den Zicklein gehört. Da ist es. Ganz klasse gemacht, ganz toll. Den hole ich eben weg, sonst nervt er mich die ganze Nacht nur oder jetzt beim Schaufeln. Bis auf das einmal sterben, haben wir Glück gehabt, bin ich zufrieden. Also das war sonst immer schlimmer.
keine Ausdauer mehr. Ja, ein bisschen geht noch. So, die Schaufel ist kaputt. Da ist schon wieder einer von den weißen Kläffern. Die so super stark sind. Ein bisschen Holz brauchen wir auch noch. Ja, wir haben spät genug. Ich gehe jetzt rauf. Nehme ein bisschen Gras mit. Ja, wenn wir schon hier am Ausgang am Aufgang sind, dann kann ich auch noch ein bisschen warten, bis ich hier wieder ausdarb und dann klopfe ich mir noch ein paar Steine. Ja, hallo, liebe Freunde, Spiel 7 Days to Die, willkommen zurück am Tag 2 diesmal. Und heute steht an, wir müssen. Na, anderen Knopf. Wir müssen in das Gebiet der Savanne. Wie tief bin ich denn hier eigentlich? Das ist schon ganz unten. Auf jeden Fall in Richtung, was ist das? Norden müssen wir. In Richtung Savanne. Um zu gucken, ob wir hier tatsächlich noch ein paar Blümchen haben, die ich brauchen muss, oder ob hier alles schon wieder vorgegeben war von den Funpimps, dass der Starvation Mod dann sich da nicht zwischendrängeln konnte. Eine 91er Pickaxe ist jetzt nicht so gut, aber immerhin ist besser als gar keine Pickaxe. Und da vorne kommt mein neuer Club.
muss gleich noch kurz die Einstellung ändern. Das ist mir zu dunkel, das Spiel im Moment. Na gut, ich gehe hoch, um die Einstellung eben zu ändern. Und dann schauen wir mal. Ah, ich habe nichts geändert. Das ist die gleiche Einstellung, die ich ungefähr, die ich bei meinem Spiel mit der Basis gemacht habe. Aber trotzdem möchte ich jetzt erstmal gucken, ob wir noch tatsächlich welche Pflanzen finden oder ob wir tatsächlich in Random spielen müssen. Ja, und ich bin wieder erkältet, das ist schön. Da haut sie ab. Ja, sicher, da haut sie ab. Da kommt sie wieder. Alte Kudu. Nicht so. Ey, es langt jetzt. Es reicht, du hast gewonnen. Also, ich habe hier gesehen, Wheat. Wheat, das ist, Getreide. Ich glaube, Weizen. Und ich habe hier gesehen eine Sonnenblume. Das heißt, wir könnten dieses Spiel spielen. Da ist, da gibst du wohl her. Komme ich doch gar nicht hoch, oder? Ich habe jetzt Wheat Grain, was immer das auch ist. Sonnenblumen, Seeds und Zucker. Eine Peitsche fehlt mir noch. Ja, und natürlich mein Gras. Schön. Bist du irgendwie ein Bär oder was? Auf jeden Fall machen, dass wir von der Bücherei wegkommen, der die Respawn-Zeit liegt bei 10 Tagen. Und wenn ich darauf hocken bleibe, dann gibt da nichts mit dem Respawn. Habe ich schon wieder mein Nessa vergessen. Von den Zombies einen Knochen nehmen sollen. Ich muss nach Wasser gucken, damit wir uns gleich Wasser abkochen können. Wir haben alles. Was ist das denn jetzt? Achso, ich brauche die Werkbank dafür. Ja, das ist ja wieder eine tolle Idee. Ich mache mir einen neuen Club.
Also wir müssen in irgendeine Richtung, damit wir erstmal zum Werkzeugladen kommen, zum Baumarkt und anschließend zum Maisfeld. Ich gehe mal auf gut Glück in diese Richtung. Am Baumarkt kann ich auch meine leeren Gläser auffüllen. Wow, 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 ey, das Spiel geht ab. Ein bisschen ärgerlich bin ich natürlich, dass ich noch kein Moped-Buch gefunden habe. Hätte ich eins gefunden, dann hätten wir schon fast ein Moped. Ist da eine Hyäne? Da meine ich. Hier ist ein Schwein zum Glück. Ich gehe einfach so durch. Feierabend. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt die richtige Richtung zum Baumarkt ist, aber an dieser Straße hier müsste der eigentlich liegen. Und ich muss von dem von der Bücherei runter. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat sich unheimlich verändert, seitdem ich hier das letzte Mal war. Der nächste Schmelzofen ist uns sicher. Ach, guck mal, ein Trader. Nee, ist kein Trader, oder? Ist ein, doch. Ich wollte gerade sagen, wieso hat der eine schwarze Fahne? Ich sage mal ganz kurz guten Tag. Vielleicht kann ich aber was klauen hier. Kaffee. Kaffee ist schon mal nicht übel im Moment. Habe ich was bei, was ich verkaufen kann? Was bringt der? 26. Ne, dafür lohnt sich das nicht. Na gut, hier können wir wieder rausgehen. Ist aber schön zu wissen, dass man direkt neben dem Verkäufer wohnt. Da oben ist wieder so ein Spinnending. Bin ich ausgeruht? Ja. Soll ich drauf? Ich renne dran vorbei. Duct Tape ist immer gut. Weil ich ja im Moment auch die Knochen noch nicht aufsammel, können wir das Zeug auch gebrauchen. War ich schon, hier bin ich gestartet, glaube ich, ne? Also sind wir in die falsche Richtung gelaufen. Schön. Schön habe ich das wieder gemacht. Nochmal gucken. Da ist die Bücherei. Gut, gibt es einen anderen Weg? Ne, querfeld ein laufe ich heute nicht. Wo geht der Weg denn hin? Alles ist kaputt, aber die Alarmanlage funktionieren. Ja, Alarmanlagen funktionieren, das glaube ich ja wieder nicht. Da steht schon wieder eine Spinne auf halb acht. Auf halb acht. Unheimlich auf die Ausdauer achten, weil wenn die weg ist und da kommt irgendwas, dann bist du ganz einfach geliefert. Ich würde ja hier auch gerne reingehen, aber momentan ist das schlecht. Ich möchte erst meinen Lebensunterhalt, das heißt mein Essen für die nächsten paar Wochen, gesichert haben. Feige Spinne, du. Komm her, wenn du was willst.
Schön, 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 schön.